Die Mike Lenn Vision. Das ganze Projekt startete im November 2009. Da wurde das Drehbuch geschrieben. Die Idee kam dann, die ersten Vorbereitungen getroffen haben wir uns dann zum Dreh im Januar 2010. An sich tolle Idee und anscheinend auch so eine gute Idee, dass unglaublich viele Leute da in diesem No-Budget-Projekt mitgearbeitet haben, also verdient hat an dem Film niemand. Unglaublich viele tolle Schauspieler dabei gewesen, Regieassistent, Kameramann, Beleuchter, alle unglaublich engagiert, unglaublich motiviert auch dann für das Projekt was zu tun. Da bin ich ja mal gespannt. Kein Mitleid. Mitleid? Ich habe mir den Arsch aufgerissen für diese Kanzlei. Und dann setzt man mir so einen Visionär vor die Nase. Wir hatten insgesamt 5 Drehtage. Wir waren von Mittwoch bis Sonntag unterwegs. Drehplätze waren Augsburg, eine Gegend um München. Ich glaube, wenn man 30 Minuten Film produzieren will in 5 Drehtagen, kann man da nicht schlafen. Also jeder war jederzeit den ganzen Tag beschäftigt, immer auf Abruf. Zwischendurch quasi 5 Minuten hatte der eine Pause, wenn aufgenommen wurde, dann musste der andere wieder ran und jeder war wirklich immer auf Zack, war immer da und das ganze Team hat unglaublich mitgeholfen. Es war das erste Projekt, für das wir die Red geholt haben, zum ersten Mal mit der Red aufgenommen. Hinterher hat der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, wie, ihr könnt doch nicht einfach die Red holen, ohne vorzubereiten. Man muss dazu sagen, wir haben sie ausgepackt, auf Start gedrückt und aufgenommen. Dann quasi nach dem ersten Drehtag mal genau durchgeguckt, ob das eigentlich alles richtig ist. Und ich denke mal, viel Glück gehabt, dass auch wirklich die Aufnahmen top sind, dass es komplett eingestellt war. Wir haben keine einzige Aufnahme verloren, alles doppelt gesichert gehabt, direkt nach den Aufnahmen. Also ganz, ganz tolle Erfahrung gemacht mit der Red. Bei uns lief's. Ja, können die Leute erzählen, was sie wollen. Die Kamera war wirklich nicht das Problem. Macht wunderschöne Bilder, was man auch im Ergebnis wirklich sieht. Ja, Raucherpause für unsere Darsteller, die Maske. Im Hintergrund Ton. Unser Kontrollplatz, Continuity. Dann die ganze Speicherung der Filmdaten. Da es im ganzen Projekt keine Gagen gab, war auch das Problem, dass die Leute quasi aus ihrem normalen Beruf rausgeholt wurden und alle immer irgendwo Termine hatten. Also das heißt, ein Drehplan war unmöglich zu machen, weil immer irgendjemand dann auf einmal wieder nicht konnte und wieder einen Termin hatte, dann musste hier wieder ein Schauspieler weg, dann war hier die Maske, die gehen musste um 18 Uhr und dann hat man den ganzen Tag nur einen Stress gehabt und gedacht, okay, wir müssen die Aufnahmen fertig kriegen. Das hat man auch gemerkt an den Leuten, die wirklich überall geholfen haben, wo Not am Mann war. Also der Drehbuchautor hat dann Abendessen gekocht und zwischendurch die Tische geputzt. Der Regieassistent saß dann an der Continuity, der Kameraassistent hat uns die Klappe geschlagen. Hier muss der Beleuchter kurz mal selber die Lampe in die Hand nehmen. Das hat wirklich toll funktioniert. Also jeder ist rumgerannt und hat gemacht, was nur ging. Ja, dann will ich dich nicht weiter stören. Gehen wir heute Abend zum Visconti? Tut mir leid, ich habe ein Meeting. Ein Meeting? Nicht böse sein, Liebes, ja? Bei der Büroszene hatten wir ein Riesenproblem, weil wir angefangen haben zu drehen bei Tageslicht, uns dann in die Dämmerung durch die Sonne weggefallen ist und wir auf einmal Nacht hatten.
und die Szene noch nicht im Kasten war. Also das heißt, wir mussten dann schauen, wie wir Licht setzen, wie wir die ganze Szene so beleuchten, dass es doch so aussieht, als wenn es noch scheinen würde. Ich glaube, der Beleuchter hat sich an dem Abend wirklich einen Oscar verdient. Der ist da rumgekrapselt draußen, hat Scheinwerfer installiert und das wirklich mit wenig Budget, also mit den wenigen Sachen, die wir da hatten. Und im Ergebnis sieht man keinen Unterschied zwischen Nacht und Tag. Also es ist, die Szene ist im Kasten und hat funktioniert. Es war eine unglaubliche Anstrengung am Set. Vor allem wusste niemand, ob das ganze Konzept aufgeht, ob wir mit den Mitteln hinkommen, ob die Aufnahmen alle funktionieren, ob das dann hinterher auch wirklich dem Zuschauer klar wird, was es für ein Film ist und vor allem, ob das hinterher einen tollen Film gibt. Wurde viel diskutiert, haben teilweise die Leute zwischendurch aufgegeben und gesagt, ah, das wird nichts. Und im Endeffekt war es wirklich anstrengend. Aber hat sich gelohnt. Was soll die Frage? War der Schimmel hier letzte Woche? Warum so schüchtern? Was soll die Frage? War der Schimmel hier letzte Woche? Ist es mein Geschenk für Elena? Nicht ganz. Ein Geschenk für dich. Wie das beim Film immer so ist, wir haben eine unglaublich aufwendige Verhörszene gedreht und im Schnitt nachher gemerkt, dass die so gar nicht zum Film passt. Es waren tolle Bilder, es war eine unglaubliche Lichtstimmung und von den Dialogen her hat es aber so dann nicht funktioniert. Also das Verhör wurde dann trotz des Aufwands einfach rausgeschmissen und nochmal nachgedreht. Interessant waren allgemein die Lichtstimmungen in dem Film. Der Selam hat sehr außergewöhnliche Lichter gesetzt und Farben mit ins Spiel gebracht, was den Film im Endeffekt doch von der Beleuchtung her, von den Farben sehr interessant macht. Der Kerl lügt. Er denkt, er kann uns hier alles erzählen und mit uns sowieso nichts passiert. Ja, aber da hat sich unser Staranwalt wahrscheinlich mächtig geirrt. Wir werden sie einbuchten. Oh, und dann dürfen sie mit ganz, ganz vielen netten Jungs zusammen duschen. Wissen Sie, warum die Kanzlei nun viel prächtiger läuft? Ich habe meine Angestellten im Griff.